Und damit seid ihr begrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum, zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Arctos und der Zwergenfee und dem Evoli und dem Zwergenfürst natürlich. Ja, den Arctos haben wir im letzten Part gefangen. Arctos nimmt einen Geruch auf. Hier scheint etwas komisch zu riechen. Ich bin's nicht. Garantiert nicht. Obwohl. Naja. Pokémon Villa. Oh, okay. Hier gibt's Pokémon, wilde Pokémon. Okay. Alles klar. Wir haben ein Arctos, verschwindet ihr wilden Pokémon. Was uns hier wohl in der verlassenen Villa erwarten wird? Eine gruselige Statue, die als Bewegungsmelder dient. Klick. Du hast einen versteckten Schalter betätigt. Okay. Du hörst ein Geräusch. Klingt so, als hätte sich irgendwas bewegt, irgendwo. Ein wildes Smogmog erscheint. Dann fangen wir es doch mal. Ein Smogmog ist doch nicht schlecht. Kann man haben. Muss man nicht, aber kann man schon mal fangen. Und die Superbälle verbraucht. Weiter geht's mit Pokébällen. Zack. Na komm, bleib drin. Bleib drin! Bleib drin! Ich sagte, bleib drin, verdammt! Und zack! Und na komm! Zack! Ich glaube, diese Villa, die hatten wir schon mal in Pokémon Gelb. Die haben schon mal in Pokémon Gelb gespielt. Damals war es aber, glaube ich, nicht auf den Zinnoberinseln, oder? War die auf den Zinnoberinseln? Kann ich jedenfalls sehr schlecht an diese Villa, in diese alte Villa in Pokémon Gelb erinnern. Aber ich glaube, da war sowas. Wenn, dann war sie richtig schlecht animiert und hat's nicht wirklich Spaß gemacht. Hat mehr Qualen als Spaß erzeugt. Und gar nicht einmal in Pokémon gäbe es so einige Gebiete, an denen man eher schnell weg will, als noch länger sich dort aufzuhalten. Ich glaube, das gehörte dazu. Dieses Gebiet. Na komm, geh rein! Rein in die Pokéball. Ich verschwende jetzt nicht alle meine Pokéball an dir. Bleib drin! Bleib drin! Bleib verdammt noch drin! Ach komm. Ja, dann lass es halt bleiben. Das ist jetzt auch nicht wert. So, okay. Die Statue hat irgendwas bewegt. Wir können bestimmt durch diese Löcher hüpfen. Nein? Können wir nicht durchhopsen? Schade. Ein wildes Radikal. Ein winziges Radikal. Ich bin ja mal kein Gamer, ist der Radikal. Ein radikaler Gamer. Was für ein schlechter Joke. So, was haben wir hier? Ein Item. Top Elixier. Okay. Hier haben wir ein Feuer-Pokémon, wie hieß das noch gleich? Der Magma. Okay, das müssen wir uns fangen. Wir versuchen es zumindest. Na komm. Ja, war ja klar, dass Danebenwerfer. Ja, wenn's daneben. Na komm. Guck doch mal wieder in die Mitte zurück. Magma. Noch weiter nach rechts. So sieht's also aus. Na komm, verdammt. Ach, vergiss es. Dann halt nicht. Ist jetzt nicht unser Hauptziel, Pokémon zu fangen. Ist jetzt nicht die eigentliche Mission. So, unsere eigentliche Mission ist herauszufinden, was hier in der Villa vor sich geht. Was wir hier finden können. Wie es hier weitergeht.
Ein wildes Radbratz. Ein Radikal. Sorry. War kein Radbratz, war ein Radikal. Ich glaube, ich setze mein Schutz-Item ein. Das ist jetzt viel besser. Schutz. Ich will jetzt hier nicht alle 2 Meter auf ein wildes Pokémon stürzen. So. Wo kommen wir denn hier weiter? Hier waren wir schon. Vielleicht die Treppe hoch. Okay. Ein Trainer. Ah, verdammt. Dem sind wir reingeraten. Dieses Haus ist ein Labyrinth. Wie soll ich irgendwo hier mal herausfinden? Ein Fluchtseil? Könnte ein Fluchtseil klappen? Könnte das funktionieren? Ein Pokémon. Dieb Arnie setzt Galoppa ein. Galoppa versus Pepe. Naja, jetzt nicht die beste Auswahl. Ja gut, Pokémon wechseln. Vielleicht können wir ein anderes an die Spitze setzen. Hoff, du bist dran. Und Wasser-Pokémon gegen Galoppa. Das sollte doch mal funktionieren. Ja, es ist jetzt unsinnig, ein anderes Pokémon an die Spitze zu setzen. Das nächste Pokémon ist vielleicht ein Wasser-Pokémon, das Pepe dann wieder ganz gut eingesetzt. Nur das Blubstrahl, Prof. Mach es alle. Mach es alle, das Galoppa. Der bessere ist. Aha, okay. Mit alle machen meinte ich zwar was anderes, aber okay. Aqua, Knarre. Hältst du dich, Prof. Du schaffst das. Es ist nur ein einfaches Galoppa. Der siegt. Und weiter geht's. Diktria erreicht Level 43. Sehr gut. Du gewinnst 3520 Pokémon und dann gehst siegreich gegen den Dieb hervor. Du hast 3 Pokébälle. Ist das dann jetzt gestohlenes Geld, was wir in diesem Kampf erhalten haben? Naja, was soll's. Behalte ich trotzdem. Das hat hier irgendjemand anders gehört. Wenn es ein Dieb ist, dann hat er das Preisgeld bestimmt nicht selbst erwirtschaftet. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr. Erneut einsetzen, unbedingt. So, weiter geht's. Kommen wir hier noch durch? Nein, kommen wir nicht. Okay, was haben wir denn hier? 3 Hyperbälle. Kann man nehmen, kann man gebrauchen. Was ist mit der Leiter los? Die führt in den Abgrund. Oder aus dem Abgrund. Je nachdem. Alles eine Frage der Perspektive. Nicht wahr, Julian Bam? Ja, der Witz ist alt, ich weiß. Sehr alt. Na dann schauen wir mal, ob wir durch dieses Labyrinth irgendwann durchkommen. Schutz-Item, ja. Wie kurz wirken denn diese Schutz-Items? Boah, die roten Augen von diesem, von dieser Statue. Ich glaub's ja nicht. Ach! Die Statuen machen die Türen auf und zu. Verstehe. Es klingt, als hätte sich was bewegt. Ein Schalterrätsel. Oh nein. Ein Schalterrätsel. Es ist ein Schalterrätsel. Nein. So, hier geht's auch nicht weiter. Dann können wir diese Tür gleich schließen. Nehmen wir uns noch Schmarotzer mit. Für unsere kleinen Schmarotzer. Die Pokémon. Und dann schließt er die Tür. Klick. Oh, Arctos Schwanz, Arctos Schweif ist hier noch drin. Oh, die Leiter nach unten. Da wollte nur noch hin, oder? Ist das der richtige Weg? Es sieht wie der richtige Weg aus. Was? So weit kann der Trainer blicken? Das gab es in der ersten Generation. Pokémon geht noch gar nicht. Das war ja so gar nicht der Fall. Das war bisher überhaupt noch nicht der Fall, dass Trainer so weit sehen können. Du kannst die eigentlich gut umgehen, wenn du ein paar Schritte um die herumgelaufen bist. Also, wenn du direkt vor deren Schnauze gestanden hast, dann könnte dich ein Trainer sehen und gegen dich kämpfen. Hier ist das scheinbar anders. Tja. Halt durch, Pepe. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Du kriegst das Elektroball besiegt. So, Rankenhieb, na komm. Du bist stark, Pepe. Du schaffst das.
Nein, Pflanzen-Pokémon. Pflanzen-Pokémon gegen Elektroball. Ja, ist vielleicht nicht das Effektivste, aber wir können das schaffen. Ich glaube dran. Pinker, ich glaube an dir. So, Elektroball besiegt. Und wenn er jetzt das nächste Pokémon braucht, erreicht Level 37. Und Slaymog. Wir kämpfen weiter. Bis zum letzten Atemzug und bis zum letzten Mann. Na komm. Auf geht's. Rankenhieb. Den Versuch ist es immer wert. Ja gut, den Versuch war es wert. So, nächstes Pokémon. Ich würde mal direkt Prof einsetzen. Das Wasser-Pokémon. Wasser gegen Schleim. Aus logischer Sicht könnte das was bringen. Ich weiß nicht, wie. Ich kenne mich mit den Effektivitäten nicht so wirklich aus. Ich versuche es einfach. Ich riskiere es. Ja gut, das war jetzt nicht so effektiv. Und Prof war nicht so effektiv. Prof wurde besiegt. Dann, ja, vielleicht geht's bis zum letzten Atemzug und bis zum letzten Pokémon, bis zum letzten Mann. Jo, so sieht's aus. Flammenwurf vielleicht. Den Versuch könnte es wert sein. Den Versuch ist es wert. Ja, Verbrennung, immerhin. Slammer schrumpft. Okay, Slammer wird verbrannt. Dann wie wär's denn mit Drachenwut? Na komm, du kriegst das hin, Kid. Ein Lurak. Du schaffst das. Oha. So, vergiftet. Kid ist vergiftet. Nein! Nicht mein Kid. Mein treuer Moderator. Nicht meine Mods vergiften. Das geht so nicht. Das darfst du nicht machen. Dafür wirst du verbrannt. Und Flammenwurf. So, Slime besiegt und da haben wir den Trainer auch besiegt, geschafft. Das scheint ja die richtige Richtung zu sein. 2700 Pokédollar gab es für diesen Kampf und weiter geht's. Es muss doch hier der richtige Weg sein. Oh, sonst gäbe es hier nicht so viele Kämpfer. Was da? Ein Teleportfeld? Nicht auch noch Teleporter? Türen und Teleporter, das ist doch nicht wahr. Ich gehe hier erstmal runter. Müssen wahrscheinlich eh gleich auf den Teleporter. Aber hier erstmal. Ha, ein Dieb. Statue. Die bringt vielleicht irgendwas. Mei. Was hier wird los in dieser Villa? Ich dachte, das ist nur ein kleines Räumchen, wo wir kurz reingehen und Hallo sagen. Dann geht's weiter. Aber hier geht's scheinbar nicht so schnell weiter. Hier müssen wir erstmal das Rätsel in der alten Villa lösen. Das große Rätsel. Top-Trank. Sehr vielen Dank, Boden, dass du mir dieses Item schenkst. Okay, ja. Ich glaube, ich nehme die Abkürzung. Ja. Setz ein neues Item ein. Ich habe bald keine Schutz-Items mehr, aber das ist es wert. So. Ich glaube, den brauchen wir irgendwie. Irgendwas sagt mir, dass wir das so behalten sollten, dass wir den Umweg gehen sollten, statt einer Abkürzung. Huh, na komm. Huha, schnell an den Trainer vorbei. Vorbeigeschlichen. Und weiter geht's. Hier entlang. Hier gibt's Betten. Schnell lang. Können wir uns da ausruhen. Du siehst ein Bett, du entscheidest dich eine kurze Pause einzulegen. Das ist doch Musik in meinen Ohren. Nein, nicht nochmal. Nein, das muss jetzt nicht sein. Ja gut. Doppelt aufgeheilt. Hält sich besser. Okay, ein Schalter betätigt. Der war bestimmt auch sinnvoll. Na komm, vorbei.
Ach, setz halt neu ein. Was? Ich habe kein Item mehr. Ich habe kein Schutz-Item mehr. Verdammt! Und ich bin in den Trainer reingerast. Ist so viel Platz. Ein idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Und weiter voran. Was gibt's hier? Nur Items. Immer nur Items. Ist das das Einzige, was diese Villa hier bietet? Nur Items. Hoffentlich nicht. Oh, hier haben wir was Spannendes. Was haben wir denn hier? Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Okay. Top Elixier. Für diese Erkenntnis sind wir jetzt hierher gekommen. Hoffentlich nicht nur deswegen. Ein Geheimschlüssel. Okay. Das war's hier unten. Nur diese Glashülle in dem alten Labor und hier ein paar andere Glasdinger. Sonst nix. Sehr schade. Sind wir umsonst hier lang gelaufen. Oh, der Weg ist versperrt. Endet du! Muss haben. Das ist bestimmt sehr selten hier. Oha, wie das hin und her hüpft. Oh, ist bestimmt auch sehr schwer zu fangen. Na komm. Das lässt sich nicht so leicht fangen. Na komm. Rein da, rein in den Ball. Dich kriege ich. Auch wenn ich alle meine Bälle verbrauchen muss. Na komm. Fast. Fast heißt ihr nicht. So ein Meisterball, ja, denkst du dir. Silberner Himmelblätter. Noch eine. Trifft der Meisterball eigentlich immer oder kann man den auch daneben werfen? Das wäre mal interessant. Das wäre es natürlich, wenn wir den Meisterball daneben werfen. Das ist natürlich eine Sache. Die wäre natürlich auch legendär. Oder man wirft versehentlich den Meisterball und hat. Man hat keine Pokébälle mehr, keine anderen, keine Superbälle, keine Hyperbälle mehr und zielt einfach mit dem Meisterball. Das wär's doch. Da haben wir ihn endlich. Bleib drin! Bleib drin! Bitte, bleib drin! Bleib verdammt nochmal drin! Nice! Wir haben ein Ditto gefangen. Ditto wurde gefangen. Müssten wir fast mit ins Team nehmen. Müssten wir eigentlich. Bräuchten wir. Der Pokédex-Eintrag. Ja, so. Wen haben wir denn da? Wenn es einen Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in eine nahezu perfekte Kopie seines Gegenübers. Das ist das Geile daran. Ditto. Eigentlich nicht. Eigentlich können wir jetzt kein Teammitglied mehr rausnehmen. Ja, und für die Top 4 überhaupt nichts sinnvoll. Du könntest mal Spaß mitnehmen. Für unterwegs. Dem Team hinzufügen, Bericht. Okay, Level 40. Kühn. Wandler, ja, ist ja klar. Level 40. Gegen wen wollen wir es dann tauschen? Gegen Arthus könnten wir es mal kurz eintauschen, aber ja, eigentlich auch nicht wirklich. Kurz gegen Kit eintauschen, können Kit dann für die nächste Arena wieder zurücknehmen. Ganz kurz mal zum Austesten. Wird Kit mal ganz kurz geparkt. Ja, wir müssen den Schalter hier betätigen, um wieder rauszukommen von vorne. Klick. So. Das haben wir wahrscheinlich gebraucht, um dort hinten zur Glasröhre zu kommen. So, dann wieder hinauf. Wir müssen zum Teleporter, das habe ich gleich gewusst. Da steht dieses kleine Kitty im Weg. Ich möchte an der ersten Stelle stellen. Können wir mal versuchen.
Können wir mal ein bisschen mit Ditto spielen? Da haben sich meine Worte verhaspelt. Lel. Bewegen. So. Oh, wollt uns gar nicht heraus. Schon überraschend. Was zum Henker? Es hat uns vor die Tür teleportiert. Oh man. Erst nochmal von Anfang. Mit den Attacken des gegnerischen Pokémons könnte das was wert sein. Magma. Magma. Ist das Magma? Ich bin mir echt nicht sicher. Ditto. Magma. Da versagt meine Stimme schon wieder. Das gibt's doch nicht. Kampf. Wandler. Na komm. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt das will ich sehen. Na komm, halt's durch. Verwirrt. Na komm, Wandler. Zeig mir Wandler. Wutsch. Ein Magma. Und jetzt kann ich auch seine Attacken Flammenwurf. Versuchen wir es mal damit. Ja, ist echt ziemlich blöd, das gegnerische Pokémon mit seinen eigenen Attacken zu, mit seinen eigenen Waffen zu besiegen. Ist nicht so klug, deshalb ist Ditto, was rede ich hier? Deshalb ist Ditto eigentlich auch kein so nützliches Pokémon. Ja, ist jetzt nicht gerade effektiv, die Gegner mit seinen eigenen Attacken, also Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Ja, es im echten Leben geht das, Feuer mit Feuer bekämpfen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt nicht die beste Methode. Ja, deshalb werden wir Ditto gleich wieder weglegen. Das ist ja einmal schön zu sehen. Die Verwandlung sieht ganz mega aus. Das ist, macht schön Spaß. Das ist, sieht ganz toll aus, aber so wirklich für einen Kampf gebrauchen kann man es jetzt nicht. Außerdem sind die Attacken immer noch 5 AP stark. Das ist, ja, ist jetzt für den Kampf jetzt nicht wirklich zu gebrauchen. Das kann man so sagen. Ditto ist da jetzt nicht wirklich, steht er eher mehr am Weg rum, als dass es hilft. Ja. Ist ein nices kleines Ding, also es kann man schon mal machen, kann man schon mal haben, kann man zum Spaß mal einsetzen in einem Trainerkampf auf der Straße. Ja, aber so für eine Arena, für die Top 4, absolut keine Frage. Kommt nicht, steht nicht zur Debatte, dass man da mal Ditto einsetzt, auch wenn es mega stark trainiert ist. Es ist einfach sehr unklug. Auch in einem Trainerkampf eigentlich schon nicht wirklich die wahre Lösung. Ja. Stellt man sich ein gutes Team zusammen mit guten Pokémon, mit ausgeglichenen Stärken, Wasser, Feuer, Pflanze und noch so weiter zusammen, dass man halt so gegen alle Typen irgendwie halbwegs gewappnet ist. Ja, und auch die legendären Pokémon, so leid es mir tut und so weh es mir tut, das zu sagen, aber auch die Legis, die sind jetzt nicht unbedingt, ja. Die sind jetzt auch eher verzichtbar, also bisher sind sie meistens sehr verzichtbar. Wenn man ein gutes Team hat und das gut trainiert hat, kann man eigentlich auf die legendären Pokémon verzichten. Ist natürlich schön, die zu fangen, es sieht gut aus und man freut sich doch dran, aber jetzt in der Kampfsache einen legendären Pokémon in die Top 4 zu gehen, ist fast ein bisschen unsinnig. Ja, ich glaube, eins habe ich immer wieder mit dabei, also ein legendäres Pokémon, ja. Sein Team aus legendären Pokémon, hier zum Beispiel, werden wir wahrscheinlich noch Zapdos und Lavados fangen, die dann alle mit ins Team zu nehmen, dann noch Mew und Mewtwo. Mew kann man hier rein theoretisch fangen, aber kann man nicht fangen, das war irgendwie anders, haben wir nicht gemacht. Ja, aber
als die Legionären. Hat man auch 5 zusammen. Sein Starter Buckmann und die Legionären Buckmann. Das macht keiner. Das ist auch unsinnig. Hast halt mega starke Buckmann, die in den Attacken richtig reinhauen, aber ja, ist auch langweilig mit den Negis, muss man so sagen. Soll jetzt kein Hate gegen Negis sein. Aber da spiele ich doch lieber mit meinen Kampfgefährten, die mich seit Anfang an oder zumindest seit einer Weile schon begleitet haben. Kampfgefährten, die schon länger in meinem Team sind, macht mehr Sinn. Okay, noch ein Item. Kopfbeleber. Ja. Das ist es wert. So, warum sind hier so viele Smogons unterwegs? Wow. Hier würde es weitergehen. Schalterchen. Ja, ein kleines Schalterchen. Den Schalter. Na, so versteckt sind die Schalter auch nicht. Na, die Statuen haben wir gehört. Aha. Hier waren wir hier schon. Nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Glaube ich zumindest. Oder waren wir hier doch schon? Ein umgefallenes Bücherregal. Ja. Alles schön und gut. Ja, hübsch, hübsch. Ja, hier waren wir schon mal. Darunter brauchen wir auf keinen Fall mehr. Ja. Ach, das Item geschenkt. So, wo geht es hier hin? Noch ein Item. Nein, noch ein Trainer. Muss das jetzt sein? Mein Team ist geschwächt und ich nehme schon seit 40 Minuten gleich auf. Oh ja, den Part muss ich vielleicht ein bisschen zusammenschnippeln. Der Part ist, ja, ich hab die Zeit ein bisschen vergessen. Das müsste ja jetzt hier ein bisschen, ja, hab zu lange in der Vlog gewühlt, wollte ich sagen, nicht geübt. Hab mich ein bisschen zu sehr von der Sucherei hinreißen lassen. Okay, mein Team wird schwach. Wird langsam leer. Alle schon besiegt. Und jetzt treffen wir gleich noch das legendäre Pokémon. Das ist doch. Jetzt treffen wir gleich noch einen Lavados. Das wär's. Was zum Henker? Was ist mit dem Pokémon los? Kinder. Der haut ordentlich zu. Oh nein, und jetzt setzt sie auch noch Risiko. Ich bin doch blöd. Ich kaufe halt nicht bei Mediamarkt ein. Hahaha, ich nehme meinen Flachwitzen heute. Pepe, ja, schon sehr angeschlagen, ey. Ja gut, Pepe versus Rassaf. Ich glaube, ich kann einstecken. Ja gut, versuch's zumindest. Gib dein Bestes. Level 40, Level 46. Okay, ich bin erledigt. Sowas von erledigt. Okay, dann sind wir auch raus hier. Das ist dann, ist auch ein Weg zurück aus der wieder raus. Ich denke, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Das ist, brauchen wir nicht mehr länger nachzuwühlen, nachzusuchen. Schnell noch das Dick da aus dem Team rausnehmen. Ich sag schon mal, Däumchen nach Hause, euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und habt einen angenehmen Frost in den Tag, haut rein. Im nächsten Part geht's weiter auf, ja, jetzt die Nummernse. Nächsten Part geht's hier weiter auf der nächsten Route. Da brechen wir auf. Route 21 Wasserweg. Auf der Zinnobernse haben wir uns lange genug aufgehalten. Weiter geht's. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.